Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es in das Video zweite Folge, zweiter Teil. LinkedIn. Was ist besser, Google Ads oder Facebook Ads? Ha, da war sozusagen der kleine Joke mit dabei. Facebook Ads, nochmal zur Erinnerung, letzte Woche hatten wir dann komplett durchgestrichen hier und haben gesagt, interessiert uns erstmal gar nicht im B2B, ja, sondern LinkedIn Ads. Dann haben wir gesagt, okay, was ist besser, LinkedIn Ads versus Google Ads? Ja. Und dann haben wir gesagt, beides, soweit sind wir schon gekommen, beides in Kombination. Also, sage ich auch schon seit Jahren auf meinem YouTube-Kanal, Combined Strategies, also Kombinationsstrategien, das wäre doch mal cool. Ja? Und nochmal ganz kurz, warum ich dieses Video überhaupt mache, weil, sagen wir mal, 90-95% aller Interessenten, die sich bei uns gemeldet haben innerhalb der letzten 3-5 Jahre, haben mindestens 1-3 Mal schlechte Erfahrungen gemacht. Und von denen wiederum entweder knapp die Hälfte mit Facebook-Ads-Agenturen und die andere Hälfte mit irgendwelchen Google-Ads-Agenturen. Und die allerwenigsten mit LinkedIn-Ads und noch viel weniger mit kombinierten Strategien, weil die in der Regel auch viel besser funktionieren. Okay. Also möchte ich jetzt mal all denjenigen helfen, die vielleicht auch bei uns einen Termin dann vielleicht mal buchen, wo wir das Ganze individuell für dich spezifisch customized nochmal tiefer reingehen können, völlig gratis und kostenlos, um natürlich dann eine herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit natürlich dann auch sinnvoll für beide Seiten ist. Und im heutigen Video möchte ich einfach mal da... Sorry, meine Stimme ist irgendwie so komisch, weil ich habe gerade so ein Booster-Getränk hier getrunken. Naja, es ist so viel Zucker drin, das schleimt dann so. Ja, welche Art von Google Ads? Also wir haben nochmal ganz kurz... Sorry, draußen schüttet es gerade wie die Hölle. Bin wahrscheinlich etwas erkältet geworden. Also, wir sagen LinkedIn Ads und Google Ads. Okay, erstmal... Wollte ich jetzt gerade schreiben, okay, welche Google Ads wir verwenden, nachdem wir bereits LinkedIn Ads geschalten haben und so den sogenannten Retargeting, also den Retargeting Pool aufgebaut haben. Aber ich kann noch mal ganz kurz davor noch mal sagen, okay, welche LinkedIn Ads? Okay, welche LinkedIn / Google Ads? Ja, in Kombination, ja. Und das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Okay, in LinkedIn Ads ist es häufig so, dass du dort auch wie bei Google oder wahrscheinlich auch bei Facebook gewisse Vorauswahl vorgestellt bekommst von LinkedIn selbst, ne, die du dann, wenn du die einfach so lässt, meistens drauf zahlst. Ne? So ein kleiner Tipp am Rande. Und ich möchte jetzt hier kein ausführliches Video zu LinkedIn Ads machen, aber mal so weit dahingestellt, was sehr, sehr gut funktioniert, sind einfach Direct Ads, ja, wo du quasi über ein LinkedIn-Formular und das zum Leid aller Sales Page Hersteller und so weiter relativ schnell an die Kontaktdaten deiner Interessenten rankommen kannst. Ja, das kannst du auch auf andere Wege, aber das ist ein Weg. Ja, okay. Und diese Informationen, die leitest du dann an Google weiter. Also sie werden erstmal gesammelt hier in deinem Analytics Tool. Ja, also du kannst natürlich alles tracken. Und ganz besonders über LinkedIn, da hast du auch die Möglichkeit, hochspezifisch zu tracken. Ja, ich brauche jetzt irgendwie ein Taschentuch, habe aber keins dabei. Hochspezifisch zu tracken. Und zwar, das Problem ganz normal unter uns, also nochmal ganz kurz. Das Problem, was wir in Deutschland haben oder in Europa generell, sind die Regularien. Also Regeln. Ja? Und ein Marketer, dem wird es da wirklich nicht einfach gemacht. Das ging dann schon los mit der DSGVO und dies und das und jenes und dass du in E-Mails das nicht machen und das und jenes. Und da ich ja sowieso nur im B2B arbeite, hat mich das meistens nicht so hart getroffen wie so manche andere. Ja? Aber auch sozusagen
Was die Möglichkeiten betrifft, was Facebook, diejenigen von euch, die im Facebook unterwegs sind seit ein paar Jahren, die werden gemerkt haben, okay, das Targeting, das ist alles so wischiwaschi und das war früher schon mal besser. Und wenn du in die USA gehst und dort Marketing machen würdest, dann würdest du auch sehen, okay, ja, auch da kann man besser targetieren. Und wenn du zum Beispiel in Google, da kannst du zum Beispiel in den USA, wenn du dort Google Ads schaltest, ne, hochinteressant, weil du kannst zum Beispiel auswählen, wie viel jemand verdient im Durchschnitt. Ja, und dann kannst du schon mal kurz alle weglassen, die irgendwie weniger wie 100.000 Euro im Jahr verdienen und so weiter. Auch im B2C, im Business-to-Consumer-Segment. Ne? Also da wird es einem einfach viel, viel leichter gemacht als Marketer. Zugegeben, alle haben wieder die gleiche Voraussetzung. Das heißt, es ist im Grunde gar kein Wettbewerbsvorteil, aber es macht halt insgesamt die Sachen einfach leichter. Ne? Und wahrscheinlich kommt man dann auch schneller ans Ziel. Ob es deswegen günstiger ist, weiß ich nicht, weil es für alle die gleichen Voraussetzungen ist. Das heißt, insgesamt ja, wird es wahrscheinlich kein Wettbewerbsvorteil sein, aber es macht es halt einfach leichter. Ne? Und in Deutschland, aufgrund der ganzen Regularien, musst du halt so viel rumraten. Und auch aufgrund dessen lohnt sich halt auch Direct Marketing und Direct Sales und so weiter über LinkedIn und alles und Telefonakquise und so weiter immer noch viel, viel mehr als wie jetzt in manchen Bereichen, ja, in manchen Segmenten, wie jetzt zum Beispiel in den USA, wo du halt einfach schon vollautomatisiert so viele Dinge machen kannst. Und selbst im Telesales kannst du, hast du wieder ganz andere Möglichkeiten dort. Ich glaube, du kannst dort viel leichter SMSs verschicken, wo hier auch schon wieder kritisch ist und so weiter. Ne? Also, long story short, und das jetzt alles mal in Betracht gezogen. LinkedIn ist die ganz große Ausnahme. Warum? Weil dort eben die Plattform per se reines Business-to-Business ist. Das heißt, jede Person, die dort ist, ist mit einem Unternehmen verknüpft. Ah, okay. Das hast du nämlich auf Google, YouTube und Facebook und Snapchat und so weiter. Hast du das nicht? Da kann jemand reinschreiben, für wen er arbeitet, aber muss es nicht. In LinkedIn wirst du kaum jemanden finden, der es nicht reinschreibt, für wen er gerade arbeitet. Weil das ist ja per se das Konzept von LinkedIn. Okay, und somit sind wir quasi im B2B ganz offiziell und dort darfst du eben gewisse Dinge, die du im B2C nicht darfst. Und deswegen darf auch LinkedIn dir als Marketer oder Unternehmer anbieten, gewisse Dinge anbieten im Bezug auf Targetierung und Zielgruppendefinition und so weiter und Segmentierung, wo keine andere Plattform irgendwo dir anbieten darf. Ja? Und das wollen wir uns zunutze machen und dadurch einen Pool von Interessenten generieren, den wir dann nutzen können, um dann, weil LinkedIn eine verhältnismäßig kleine Plattform ist, verhältnismäßig klein, im Vergleich zu Google, so mehr oder weniger jedes kleine Kind bis 85-jähriger Opa nutzt Google, also verhältnismäßig klein. Was wir uns hier, lange Rede, kurzer Sinn, was wir uns hier zunutze machen wollen, ist die Zielgruppeninformationen, die wir uns... Warte, ich habe gerade wieder eine Nachricht bekommen. Warte kurz. Okay, ich habe in 20 Minuten noch einen Call. Okay, also das wollen wir uns quasi zunutze machen. Und da gibt es generell drei Möglichkeiten auf Google, die wir sehr gut nutzen können. Das eine ist erstens Google Display Ads, dann können wir Google Search machen, Google Search Ads und dann natürlich YouTube Ads. Das sind so die drei großen, da jetzt gibt es noch KI-basierte Ads und so weiter, aber da ist es halt dann so, dass Google ganz gerne seine eigenen Daten sammelt und so weiter und das ist dann so wie so eine Blackbox, man hat sehr wenig Einstellungsmöglichkeiten und das wollen wir alles nicht, wir wollen ja quasi woanders die KI nutzen, also unsere Intelligenz auf LinkedIn erzeugen und dann in Google sozusagen multiplizieren, ja, und hebeln. Und wir wollen nicht auf Google die Google-Intelligenz irgendwie jetzt halt anwenden. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay. Also wir wollen schon Google-Intelligenz an, aber nicht die KI von Google und so weiter. Na, okay, alles klar. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Okay, was man immer wieder sehen kann, und das ist auch ein uralter Hut,
Ja, schon, das geht schon zurück, 2006, 2010 und so weiter, wo ich halt auch unterschiedliche Startups von groß bis klein. Was haben wir für Kunden gehabt? HP, British Telecom, wie ich in London war und so weiter. Und da war es immer so, dass wir letztendlich, unsere Google Ads waren immer dann profitabel, wenn wir sehr starke Brand Terms hatten, weil natürlich zum Beispiel Dell hatten wir auch als Kunden. Und Dell Laptop, ja, war ein hochprofitables Keyword. Ja. Laptop nur, also das generische Keyword Laptop, war meistens defizitär. Ja, also es hat uns eigentlich Geld gekostet. Aber dann im zweiten Search, also wir haben quasi die Kunden im ersten Search an uns geholt über ein negatives Keyword, das uns mehr Geld gekostet hat, als es uns gebracht hat, Laptop. Und dann über den Brand Term Search im zweiten und im dritten Search, Dell Laptop oder nur Dell PC, ja, das hat uns sozusagen dann den Hebel hinten rausgegeben, um dann doch wieder profitabel insgesamt zu sein. Und das ist hier letztendlich genau das gleiche Prinzip. Ja. Nur, dass ich jetzt halt das Ganze, das wo noch kein LinkedIn Ads und noch kein Facebook Ads gab, dass wir da halt das Ganze halt nur innerhalb Google immer gemacht haben, kannst du ja nach wie vor auch machen. Und jetzt ist es halt so, wenn du quasi Dienstleister bist, Softwareentwickler und so weiter, unsere Zielgruppe, IT-Branche, da kannst du halt dir dieses hochspezifische Targeting, dieses Laser-Pinpoint-Ding auf LinkedIn, das, sagen wir mal, mittlerweile auch nicht mehr hundertprozentig ist, weil halt viele dann auch irgendwas reinschreiben, damit sie nicht gefunden werden, weil sie auch keinen Bock mehr haben auf den ganzen Spam. Aber insgesamt natürlich noch sehr, sehr gut zunutze machen und das dann sozusagen dann in Google reinfüttern und letztendlich genau das gleiche Prinzip. Ja? Okay, also ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen so weiterhelfen und so weiter, aber letztendlich ist das alles nur natürlich ein bisschen wishy-washy und sehr oberflächlich und so weiter. Das mache ich auch mit Absicht so, weil ich ja gar nicht weiß, wer du bist. Also ich strahle diese Videos hier gezielt auf YouTube raus, auch ein bisschen auf LinkedIn und da funktionieren aber Videos nicht so gut. Ja? Shorts funktionieren dann besser. Weil ich ja nicht weiß, wer du bist, das heißt, du musst erstmal sozusagen dich mir erkenntlich zeigen, wer du bist, wenn du bei mir eine Strategie-Session buchst und dann werden wir eins zu eins uns einfach mal unterhalten, wie wir das genau auf dich anwenden können, ob es sich lohnt oder nicht. Das hat mit Dingen zu tun, wie zum Beispiel, wie groß ist dein Kundenwert. Ne? Ich habe auch immer wieder Anfragen von IT-Unternehmern, die haben halt einen Produktwert von ein paar tausend Euro, so 4.000 Euro oder sowas. Dann sage ich, okay, im Monat oder im Jahr oder nein, das Ding kostet 4.000 Euro und gibt es viele, ne, die irgendwie ein Tool basteln, irgendwie eine Software und wollen es verkaufen. Und es hat dann tatsächlich einen Lifetime-Wert, also einen Kundenwert, ja, über die Lebensdauer des Kunden sozusagen von 4.000 Euro. Und dann wird es halt schwer über LinkedIn und dann auch noch die Kombination, weil du musst ja sozusagen in LinkedIn erstmal ein bisschen Geld ausgeben, dann wieder in Google wieder ein bisschen Geld ausgeben. Und da bist du schon bei 5.000 Euro, würde ich sagen, 4.000, 5.000 Euro im Monat, bist du da schon gut damit dabei, damit das Ding auch dann wirklich läuft. Und du musst es auch erstmal 2-3 Monate mindestens laufen lassen, dass das Ganze eben funktioniert, ja, und dann fortfolgen. Das heißt, die Leute, die immer kommen und sagen, ja, ich will jetzt irgendwie... du hast mich so weit überzeugt, deine ganzen YouTube-Videos, ich muss da gar keine Fragen mehr stellen, ich bin da komplett überzeugt, bist der Experte, machst du schon seit Jahrzehnten und so weiter. Aber ich kenne ja dich jetzt noch nicht so im Detail, lass uns mal für einen Monat zusammenarbeiten. Ja, können wir gerne machen, dann machen wir das einen Monat, aber da wirst du noch nicht wahrscheinlich nur die Resultate dann rausziehen können, die du dir vielleicht erwartest. Ja? Das heißt, du musst halt immer ein bisschen das Ganze schon langfristiger sehen. Ja? Und da würde ich mal sagen, ist ein Minimum Investment von dem Geld, nicht das du mir gibst, sondern das du diesen Plattformen gibst, ja, von 20.000, 30.000, besser noch vielleicht 40.000 Euro, damit du auch ein bisschen Puffer hast. Ja? Wenn dann mal eine Ad nicht so funktioniert, dass du noch ein bisschen Geld übrig hast für eine zweite, dritte Ad und so weiter. Und wir lassen dann auch immer gleich ein paar mehr Ads gleichzeitig laufen, um einfach zu sehen, okay, welche funktioniert am besten, weil am Ende... gewisse Dinge musst du da einfach austesten. Und deswegen ist es auch nicht wirklich der absolute Fokus für uns. Das heißt, unser Fokus mit unseren Kunden, die voranzubringen, sind Dinge wie Direct Marketing, Direct Sales, Social Media Agent Sales, Aktivitäten, ja, also quasi der direkte Cold Outreach sozusagen, ja, über Telefon kombiniert mit LinkedIn und so weiter und so weiter.
Und weil in unserer Erfahrung das immer das Beste ist zum Starten. Und wenn du eine gewisse Flughöhe hast und hast einfach so ein bisschen Spielgeld, so 20.000, 30.000 im Monat, ja, die du sagen für Werbung und was ausgeben könntest, ja, dann lohnt es sich auch, mit sowas zu starten. Auch wenn der initiale Invest vielleicht nur 5.000 Euro ist, sage ich immer, du solltest idealerweise 20.000 oder 25.000 haben im Monat, um dort auszugeben. Warum? Weil du dann nicht darauf angewiesen bist, dass das Geld, dass du darauf warten musst, also je nachdem, wie groß die Sales-Zyklen sind, die sind manchmal relativ lang. Ja? Und wenn du jetzt sagen wir mal jetzt skalieren möchtest und du gibst jetzt da 5.000 rein und selbst wenn du damit jetzt sagen wir mal profitabel bist im Verhältnis 1 zu 3, das heißt, du bekommst 15.000 zurück, mal angenommen, ja, dann musst du da vielleicht einen Monat oder zwei drauf warten oder so, bis du dann endlich mal die Rechnung bezahlt bekommst und so weiter im B2B. Ja? Und bis es durch den Einkauf durch ist und was weiß ich. Und dann sind es ja so kleine Stolpersteinchen, wo du dann einfach nicht, wenn du also von dem auf dem angewiesen bist, auf den Return, um hier quasi dein Budget hochzufahren. Das heißt, du solltest dieses Geld schon vorrätig haben, dass du es sofort nachschieben kannst. Und dann kommt natürlich dann zeitversetzt, kommen dann die ganzen Returns. Ja? Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo viele unterschätzen, weil sie halt auch immer geblendet werden von diesem ganzen B2C-Hype und was weiß ich und wo man alles Instant Payment und Vorauszahlungen und so weiter, ja, dieses ganze Coaching-Gedöns, ja, wo alles immer im Voraus gezahlt wird oder so, ja, oder dann doch nicht, ja, das ist im B2B, da musst du teilweise 30 Tage auf deine Zahlungseingänge warten und so weiter, ja, und vielleicht noch länger und so weiter. Also wir sind da schon noch relativ oldschool unterwegs, sagen wir es mal so. Ja, die kennen auch noch nicht sowas wie Digistore oder so oder nutzen es bestimmt nicht oder so, ja. Okay, viele sind sogar noch resistent gegenüber sowas wie Calendly, ne? Wo muss ich mich da jetzt verpflichten und so, ne? Also dann doch lieber einfach anrufen, passt, ja. Es ist halt noch zum Teil eine andere Welt, ja. Okay, also es gibt ja diese Bubbles, ne? Und die leben halt in einer anderen Bubble, die B2Bler. Und die ganzen Old Economisten und so weiter, als wie die ganzen Coachings da und so weiter. Ne? Okay, super, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das war so ein bisschen, ein paar Insights waren dabei. Hol einfach bei uns einen Termin, dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein, ciao. Okay. Also gut, wir starten. Also letztendlich ist es so, dass egal wo du bist, in welcher Branche und so weiter, ne, also alles, was ich mir quasi reinstudiert habe, explizit für diese Session, ist jetzt komplett aus meinem Kopf. Ja. Also, weil ihr macht mich natürlich auch nervös, ist klar. Neue Leute. Ja. Und bei dir war im Deutsch ein bisschen nicht so schnell, oder? Alles gut. Alles gut? Okay. Also, dann mache ich einfach irgendwelche anderen Sachen aus dem Kopf heraus. Und zwar letztendlich. Okay, also, wir haben hier das Thema. Hast du schon ein Foto gemacht? Hast du schon ein Foto gemacht? Soll ich schon, oder? Ja, bitte. Während ich schreibe, hier so. Ja, ich sehe schon. Okay. Das ist zu krass da drauf. Was ist zu krass? Das Licht. Das Licht ist zu krass. Das da? Ja, hatte was wieder so einstellen. Boah, hast du den noch recht gut getroffen. Ja, das ist, wenn wir kombinieren Film und Dingsbums. Kannst du mit der auch filmen? Ja. Okay, alles klar. Also Leads unter Marktpreis und dann schaue ich mir halt an, okay, wo sind die Plattformen, wo kriege ich die Leads her unter Marktpreis, was muss ich tun? Okay, das ist also ganz groß, ganz besonders, weil wir haben aktuell eine Krisenzeit und so weiter. Ne? Und ja, und dann gibt es natürlich Branchen, die spüren da gar nichts von der Krisenzeit, denen geht es eher besser. Ja, das muss man auch verstehen, dass in jeder Krisenzeit, dass es eigentlich gar nicht so was gibt wie eine Krisenzeit, ja? Sondern es gibt einfach nur Zyklen, ja? Und es gibt Shifts. Ja? Das heißt, es ist ja sozusagen an jedem einzelnen Tag, wo wir, also in jeder einzelnen Stunde, ich weiß gar nicht wie viele Millionen, es mehr Geld gibt, ja? Weil ja ständig was gedruckt wird und erzeugt wird und so weiter. Das ist ja eine riesen, also
manche, also die Kritiker sagen, wir sind quasi, das muss man auch, also ich hole jetzt sehr weit aus, das muss man auch verstehen, wir sind quasi in der globalen größten Blase, die wir jemals hatten, ja, aber mit was verglichen, ja, mit 1920 oder so, weil 1920 gab es auch noch keine so viele Flugzeuge und noch keine Spaceships und keine Satelliten, also das ist immer relativ zu sehen, aber generell ist es schon so, dass natürlich die Geldmenge immer größer wird und die zirkuliert in verschiedenen Systemen, Bankensystemen und so weiter und dann immer mal wieder stößt sie auch durch in den Wirtschaftskreislauf und dann im nächsten Schritt zum Konsumenten. Ja? Und es sind immer wieder so Zyklen. Wir hatten jetzt vor ein, zwei Jahren so einen Zyklus, da wo letztendlich wieder aufgrund unterschiedlicher Sachen sozusagen wieder so ein schockartiger Schub stattgefunden hat, der auch nicht mehr wirklich reversibel ist, ja? Weil man natürlich dann sofort mit Löhnen und so weiter nachzieht. Ja? Und zum Beispiel in Deutschland kann sich fast keiner mehr irgendwas irgendwie in Angestellten leisten und so weiter. Und deswegen ziehen ja auch alle Unternehmen ab und so weiter. So, das war es jetzt mit negativen Nachrichten. Und du wanderst auch mal ein paar Mal so ein bisschen rum. Ne? Nimmst du mal hier und da und genau. Und dann ab und zu müssen wir mal kurz stagen. Ja, so da. Das. Vielleicht müssen wir diese Sachen weg. Ach so, ja. Ja, genau, Mango. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Genau, nur kein Stress. Ja, ich nehme das schon. Ja, danke. Okay. Passt. Hast du hier lassen? Ja, das ist auch eine sehr schöne Tasche. Extra Platz. Ja, könnte man eigentlich extra Position, so zufälligerweise hat die da jemand stehen lassen, ja. Ich nehme an, das ist irgendwie was Hochwertiges, auf jeden Fall. Okay. Ja, mach einfach. Okay, ich kann mich nicht auf zu viele Sachen gleichzeitig fokussieren, weil ich bin so ein typischer Mann, immer nur eine Sache. Manchmal ist mir schon bei 1,5 angekommen, manchmal. Ne? Also. Das war dann aber schon eine Station. 1,8, ja. Okay. Ja, also letztendlich, also von daher muss man halt immer schauen, okay, wo wird gerade das Geld hingeschoben, ja, sei es jetzt halt, also grundsätzlich mal geht es darum, dass man auch sowas wie eine Marktanalyse machen muss. Okay. Okay, Marktanalyse, das heißt Marktanalyse von der Region her. Dankeschön. Von der Branche. Genau, und ich würde immer sagen, Potenzial, das habe ich natürlich auch falsch geschrieben. Also Potential. Okay, alles klar. Und da könnte natürlich eine ganze Menge, was wir vorhin schon gerade angesprochen haben, wie zum Beispiel. Halt so nervös, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Okay, also wie zum Beispiel, na, sag schon. Passt schon. Ja, der CLV, also Customer Lifetime Value. Und um das Ganze ein bisschen aufzulockern, habe ich jetzt sozusagen ein paar interaktive Fragen für euch. Mhm. Ja. Und hast du schon mal von hier auch ein Bild genommen oder sowas? Ja, komm, auch mal. Ja. Ja, das kann ich notfalls auch wegexen. Und, oder was, jetzt mache ich gerade eine Interaktion. Okay, vielleicht so schräg rein, dass man hier. Das wäre auch mitbekommt, oder? Mhm, ja. Das ist. Okay. Okay. Genau, Interaktion, also
Kurze Frage. Ist der Begriff Customer Lifetime Value klar, was das bedeutet? Die Potenzialanalyse, ja. Da gibt es gar nicht so viele Sachen, die wirklich wichtig sind. Eine der wichtigsten Sachen ist der sogenannte CLV, ja, das ist der Customer Lifetime Value. Und der sagt sozusagen auf Deutsch übersetzt, der Wert eines Kunden auf seiner Lebenszeit. Ja. Und mit dieser Kenngröße, ja, kann ich ganz, ganz viel anfangen. Ich kann ganz, ganz viel so Reverse Engineering betreiben. Ja, ich kann also sagen, wenn ich diese Kenngröße einigermaßen statistisch belegt, wenn die einigermaßen valide ist, dann weiß ich eben, okay, ich kann theoretisch XY ausgeben, um einen Kunden zu gewinnen, ohne dass ich dabei miese mache, also Verlust mache. Ja. Und da jetzt einfach mal kurz an die Runde. Was würdet ihr sagen, bevor jemand was sagt, jeder für sich eine Zahl im Kopf bilden, und wenn ihr soweit seid, damit ihr euch nicht beeinflusst, du auch gerne, was ist der durchschnittliche Kundenwert nachgewiesen, den Starbucks einem Neukunden beimisst? Das bedeutet, jemand, der noch nie bei Starbucks war und kauft sich heute zum ersten Mal für 3,50 Euro oder ich weiß nicht, wie viel der aktuell hier kostet, seinen Cappuccino oder 5 Euro oder sowas. Ja. Wie hoch misst Starbucks den Kundenwert dieses Kunden bei? Also wie viel auf die Lebensspanne dieses Kunden im Durchschnitt, alle Kunden durchschnittlich, die haben ja Millionen von Kunden weltweit, wie viel Wert ist Starbucks dieser neue Kunde, der jetzt heute zum ersten Mal bei Starbucks seinen Kaffee getrunken hat? Das kann sein, dass der da vielleicht nie wieder hingeht, aber es kann sein, dass der dort immer wieder hingeht für den kompletten Rest seines Lebens, und da eben der Median, also der Durchschnitt und der Wert davon, also wie viel Umsatz spült letztendlich so ein Starbucks-Kunde im Durchschnitt weltweit Starbucks ein? Also jeder mal kurz eine Zahl sich überlegen. Interessante Frage, oder? Ja, ein bisschen schwierig auch. Also mal angenommen, so ein Kunde kauft sich ein Starbucks für 5 Euro einmal die Woche, jeden Tag, ein anderer wieder nur zweimal im Monat. Auf Lifetime gesehen? Ja. Hätte ich es ja nicht sagen sollen, jetzt haben die anderen. Seid ihr schon so weit? Habt ihr schon. Jetzt sind die natürlich beeinflusst durch dich. Ach. Ich würde auch vielleicht 8.000 sein. Okay. 6, 7.000. Alle falsch. Starbucks. $16,000. Ja, und deswegen können die alle möglichen Werbungsmaßnahmen machen und so weiter. Und da laufen dann teilweise auch irgendwelche Filialen, wo kein Mensch ist und so weiter. Ja. Und das hatte ich nicht gedacht. Ja, das ja. War so. Ja. Nur das Kostümleiter. Mhm. Verrückt. Ja, ja, genau. Und alles aus Amerika. Ja, ja, aber jetzt siehst du, weil die haben natürlich eine Wahnsinnsmarge, ne? Weil so ein Kaffee kostet irgendwie einen Herstellungspreis 20 Cent. Ja. Ja, und du gehst da rein und kaufst dann teilweise irgendwie vielleicht nur so ein Törtchen dazu und hast eigentlich schon ein komplettes Dinner bezahlt. Ja? Und die Leute gehen da tatsächlich rein und ohne nachzudenken, und weil es eben Starbucks ist. Ja, oder ich denke auch über Starbucks, dass man ja auch diesen ganzen Süßungsmitteln, diese Sirups und alles dazu, und ich glaube, das kostet ja auch immer mehr. Genau, diese ganzen Add-ons, diese ganzen Cross, diese ganzen Upsells. Ja? Also letztendlich, dass du hier quasi, wir haben hier schon irgendwie den 5 Euro Kaffeelatte, ne? Den mittleren, und dann kommt irgendwie noch für 2 Cent mehr Milchschaum obendrauf, dann ist es der Venti und kostet nochmal 2 Euro mehr.
Oder wollen Sie denn irgendwie, also wollen Sie denn irgendwie mit, wollen Sie denn irgendwie dann noch mit Sirup oder sowas? Na? Da kommt irgendwie so für 5 Cent Sirup drauf, gleich nochmal 1 Euro. Und das ist halt auch die Stärke sozusagen von Marketing. Ne? Das, ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also es gibt natürlich andere Beispiele, sowas wie Louis Vuitton und so weiter, wo man sich aber eher denken kann. Ja? Ja. Also, aber das sind so Prinzipien, aus denen man halt lernen kann. Ne? Also, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier überhaupt erzählen darf, aber das sind schon sehr, 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 sehr geheime Informationen eigentlich. Ja? Wir erzählen es nicht weiter. Okay, ja. Genau. Also letztendlich gibt es so ein paar Sachen. Jetzt muss ich mal schauen, ob mir vielleicht nicht doch noch was eingefallen ist, von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Das sind einfach so... das ist mein Glas, okay. Ja, also das sind einfach so Sachen, die weiß ich einfach so aus dem Kopf raus. Mal kurz. Kannst du mir bitte mein Glas geben? Ja. Okay. Ochen harasho. Also, genau. Und jetzt gilt es halt sozusagen, bei jedem Produkt und so weiter, den auch wir haben, neue Kunden und so weiter, das halt irgendwie mal herauszufinden. Ja? Also ich kenne zum Beispiel meinen persönlichen Customer Lifetime Value und den kann ich errechnen, indem ich, sagen wir mal, auf einen 5-Jahres-Zeitraum gehe. Das ist immer ein guter Zeitraum, sowas. Ja? Der hat aber nicht wirklich so statistische Relevanz, ne? Weil wir haben wenige Kunden. Ja? Und, aber mal angenommen, ich würde den jetzt als statistische Relevanz nehmen. Ja? Ja, da müsste ich eigentlich viel mehr Marketing machen. Ja, ich bin immer zu geizig. Ja, okay. Ja, und jetzt, die Sache ist halt letztendlich, es geht darum, wie kann ich jetzt, wenn ich generell sowas wie wir sind, also eine Agentur und so weiter, wir haben halt Kunden, ja, die, wo wir sagen müssen, okay, den müssen wir erstmal davon überzeugen, dass, also die kommen zu mir in der Regel mit ihrem größten Painpoint. Der größte Painpoint ist, dass sie nicht genug Kunden haben. Was bedeutet das im Klartext? Sie verdienen nicht genug Geld. Ja, also entweder sie haben schon problematisch irgendwie oder es läuft, aber sie wollen halt gerne skalieren. Ja. Das sind dann nochmal zwei Unterschiede. Na, also wenn es schon gut läuft, aber sie haben irgendwelche Stolpersteine, wo sie einfach skalieren möchten. Das heißt, sie haben irgendwelche Kenntnislücken und so weiter, Wissenslücken. Dann auch im Recruiting und so weiter. Das ist ein ganz großes Thema, ganz besonders in Deutschland und so weiter. Und, aber die viele, die kommen halt einfach, weil sie grundsätzlich da noch gar nicht sind, sondern letztendlich grundsätzlich ein Problem haben mit der Neukundengewinnung. Und da muss man halt immer sagen, okay, grundsätzlich gilt immer das, dass du musst erstmal geben, bevor du nehmen kannst. Ne? Und das ist natürlich, viele haben da auch komplett die falschen Vorstellungen, weil natürlich auch das Internet und so weiter komplett verseucht ist, ja, von irgendwelchen Promises und so weiter. Ja, hier, also ich weiß nicht, die Werbung hat bestimmt jeder deutsche Bürger mittlerweile gesehen, das ist Aussorgen mit 4000. Wer hat die Werbung schon mal gesehen? Das ist so ein Typ, mir fliegt die ständig um die Ohren. Das ist so ein Typ, der ist halt so ein Abzockertyp, ne? Und der verkauft ein Buch, das heißt Aussorgen mit 4000. Ne? Also wenn du 4000 Euro zur freien Verfügung hast, dann buch hier meinen Kurs und so weiter. Und genau, und ja, also generell ist es so, dass die Kunden, wenn die halt auf uns zukommen, dass die halt erstmal, manche sind sich dessen völlig bewusst, das sind dann meistens die meine ganzen Videos schon alle geschaut haben, so wie dieses Video zum Beispiel. Und manche, die haben dann noch ein bisschen falsche Vorstellungen, aber man muss erstmal geben, bevor man nehmen kann. Und das jetzt in Kombination mit, sagen wir mal, mit einer Marktflaute. Na, jetzt haben wir zum Beispiel in irgendwelchen Branchen, Industrie sind wir viel gewesen und so, weil das einfach in Deutschland eine sehr starke Branche ist. Ja? Und viele, die nach Deutschland kommen und die denken, ja, und so, aber da ist halt aktuell viel im Gange. Ja? Und das heißt, innerhalb einer Marktflaute ist das Ganze nochmal schwieriger zu kommunizieren, dass man letztendlich auch da nicht einfach
irgendwelche Wunder vollbringen kann. Es ist im Grunde häufig sogar gegenteilig, dass man, also es gibt so ein Beispiel, ne? Also ich weiß nicht, ob jemand von euch in der Sportart, Motocross, ja, also Motocross ist eine Extremsportart, also ich habe mich dafür auch früher mal interessiert, als ich ganz jung war, so 12, 13, ja, und es gibt keinen Profi-Motocross, der sich nicht schon irgendwie dreimal das Schlüsselbein gebrochen hat oder sowas, ja, also es ist ganz normal alles, ja. Also es ist, glaube ich, manche sagen, wenn ich dich fragen würde, was ist die krasseste Sportart mit den häufigsten Verletzungen, dann sagen sie immer Rugby oder sowas, aber es ist, ich glaube, Motocross. Und da gibt es so eine Regel im Motocross, dass wenn du immer kurz vorm Stürzen bist, ja, also du spürst es ja quasi, du bist jetzt irgendwie kurz davor, ja, dass du dann nochmal richtig Gas gibst, weil du dann sozusagen dich nochmal raushiebst, ja. Und das ist so im übertragenen Sinne genau das, was eigentlich Unternehmen machen müssten, wenn so mal ein bisschen Flaute ist oder wenn es mal nicht so läuft oder wenn Krisen sind, aus welcher Gründen auch immer und so weiter, dass sie dann nochmal richtig durchstarten und Gas geben. Schaust du traurig? Nein. Okay. Und dieses Verständnis fehlt erstmal vielen, ja. Und dann vielen dann auch die Mittel, weil sie eben auf solche Situationen nie vorgesorgt haben. Also ich sehe das auch immer wieder, ich habe zum Beispiel Kunden auch, ja. Die dümpeln irgendwie so rum da auf ihrem Ding halt, na, ich nenne jetzt keine Zahl, und leben halt irgendwie so. Und also es gibt ganz viele Dödler, ja, und dann, ach, was ich da alles immer habe, ne? Also so, ja, heute Nachmittag, da war ich mit meiner Tochter schwimmen. Oder ich habe Leute zum Shooting eingeladen hier und dann mussten die aber schon ganz dringend wieder weg, ganz dringend wieder weg. Und ich habe da unfassbar viel Aufwand betrieben, das Ganze zu organisieren. Ich muss um 18 Uhr zu Hause sein. Sag ich, okay, was ist denn da? Hast du da den Deal deines Lebens oder was? Ja? Geht es da um siebenstellige Summen? Sagt er, nee, wir haben kurzfristig noch Karten bekommen, meine Tochter will zum Zirkus. Ja? Also, und das ist halt, du musst auch dieses Verständnis, dass no sacrifice, no victory. Ja, wer kennt das von Transformers? Ja, okay. also generell diese ganzen Geschichten, ja, spielen da rein. Und dann, wenn wir aber dann so mal einen Kunden haben, der also da schon mal so weit ist, dass er das alles verstanden hat, ja, und dann irgendwie seine Oma noch mal besucht hat, ja, und gefragt hat, ob sie doch nicht ihr Sparschwein aus dem unterm Kopfkissen rauszieht, weil es sowieso alles wertlos wird, ja, und lieber in sein Unternehmen investiert und hat dann irgendwie noch 2,50 Euro zusätzlich übrig, dann müssen wir halt natürlich auch schauen, okay, wenn wir den Kunden dann so weit haben oder den Interessenten, der mit uns zusammenarbeiten will, okay, was machen wir in der aktuellen Situation? Wo gibt es denn jetzt, auch gerade jetzt und gerade vielleicht, weil ja, viele eben auf der Bremse stehen, weil du musst ja eines verstehen letztendlich. LinkedIn, Google, ja, die interessiert sich eigentlich nur für sich selbst. Ja, das ist ja auch so ein Ding, dass immer sagen, ja, LinkedIn und Google und das ist alles so toll und jeder will da irgendwie hin und so weiter. Also grundsätzlich gilt auch mal Folgendes. Ja, das ist auch so verblendetes Verständnis, was viele gar nicht checken. Ja, die denken immer, ja, ich muss da Sichtbarkeit haben und raus auf die Plattform und so weiter und so weiter. Aber das ist das Ganze, das dient nur dem Mittel zum Zweck und letztendlich die Tendenz ist auch ganz stark. Grundsätzlich gilt die Regel, dass wir müssen das nutzen, weil sie sozusagen die Welt beherrschen, ja? Aber wir wollen dann dort so schnell wie es geht irgendwie wieder weg und zwar mit der Information mit der Information, die wir wollen und dem eigentlichen Grund, warum wir da überhaupt hin sind. Ja? Also das ist das, also ich muss eines noch ganz kurz vorweg, ich habe so richtig angefangen für Recruiting zu schalten, so vor 1,5 Jahren sowas. Also es ist wirklich hart, ja? Besonders so für Influencer und Leute, die so Mode und sowas sind. Aber letztendlich sind da viele, auch so Influencer und so weiter, die quasi so ein bisschen aus Selbstgefälligkeit da drauf sind, ne? Weil sie es einfach cool finden, Aufmerksamkeit und so weiter. Und auch diesen Kick bekommen halt, ne? Also quasi, den zum Beispiel auch Schauspieler haben und so weiter, ne? Und dann immer mehr wollen und dann irgendwann in der Drogensucht enden und so weiter. Also letztendlich, das ist was süchtig macht, ne? Weil das einfach so ein Dopaminausstoß und so weiter ist. Ne? Man muss sich nur über diese Dinge einfach auch bewusst sein. Ja? Und das heißt, es geht eigentlich nur darum letztendlich. Ja? Und das muss man halt verstanden haben.
Alles klar. Nimm das überhaupt auf. Absolut. Ja, okay. Du bist letztendlich, und selbst wenn du, sag mal, 1 Million Euro im Jahr machst mit irgendwelchen Instagram, ja, bist du trotzdem der Suchtel von dieser Plattform. Ja? Verstehst du? Also das muss man einfach, das darf man nie vergessen. Ne? Also das ist ein Game und man muss wissen, wie man spielt. Ne? Also du findest jetzt, du kannst natürlich auch irgendwie Apfelplantage bauen und so weiter und dann halt mit Instagram wenigstens mal, aber selbst da dann wieder. Also die sind so mächtig, dass du da nicht drum herum kommst. Du musst es halt verstehen und auch verstehen, wer diese Firmen sind, was sie wollen und so weiter und so weiter. Und dann letztendlich so ganz am Anfang anfangen und dann letztendlich Reverse Engineering, ja, wie kann ich mir das bestmöglich für mich dabei rausziehen, ohne mich dort zu verlieren, weil viele vergessen das alles und jetzt komme ich wieder zum Ausgangspunkt, ja, und verlieren sich dann in dieser Welt und das ist das, was du absolut nicht willst. Du bist dort als Entrepreneur und wir als Agentur, wo wir quasi für unsere Kunden das Ganze machen, wir haben nur einen einzigen Grund und das ist das Wachstum unserer Kunden. Ja? Und das ist also letztendlich zum Beispiel auch, was ist so mit einer der ausschlaggebendsten, ein bisschen Interaktion, eine der ausschlaggebendsten, also es gibt viele Faktoren, die sich ständig ändern und so weiter, was ist eine der ausschlaggebendsten Faktoren oder Kriterien oder Algorithmen, die algorithmische KPIs oder Messungen auf den Social Media Plattformen, die dir sozusagen mehr Sichtbarkeit geben. Was würdet ihr sagen? Engagement Rate, würde ich sagen. Wie Leute mit Posts oder so interagieren. Mhm. Auf jeden Fall auch die Aufrufe, wie oft dein Bild hier aufgerufen wird, wie viele neue Follower du bekommst, wie viele Leute auf dein Profil klicken. Ja, das ist alles richtig, nur das ist eine super Antwort, weil das alles richtig und super richtig ist und der eigentlich wichtigste Faktor, der wird meistens so ein bisschen, der kratzt zwar da dran und du hast ihn eigentlich mit erwähnt, aber der müsste eigentlich so als allererster Stelle kommen. Und man nennt es, in Englisch nennt man das Dwell Time. Ja? Oder auf YouTube, auf LinkedIn wieder ein bisschen anders. Aber letztendlich die, auf YouTube nennt man das die, also die Länge, wie lange da jemand auf deinem Ding bleibt. Wie nennt man das, dieses blöde Wort? Ich habe es wieder vergessen. Irgendwas mit Dauer. Sichtdauer oder nee, Watchtime, genau. Und deswegen wirst du auch so unfassbar belohnt, wenn sich jemand dein Video nicht nur einmal anschaut, sondern zweimal, dreimal und wieder zurück, wieder vor, wieder zurück, wieder vor. Und dann auf deinem Kanal gleich das nächste. Ja, es wird auch gemessen und es wird unfassbar gepusht an dein Video und so weiter. Ja. Aber und wie misst du das quasi auf Instagram zum Beispiel, wenn es ein normaler Post ist? Da, die Frage würde ich gerne an meine Instagram-Expertin weitergeben. Das Fräulein Luna. Ich habe Instagram so gut wie keine Ahnung. Ja. Also wir machen halt LinkedIn jetzt ganz stark. Wir sehen, dass da halt vieles geht und eigentlich noch fast keine Leute irgendwie Ahnung haben von. Und da gibt es teilweise auch Methoden, wo du quasi mit weniger Geld aktuell wie auf Facebook Sichtbarkeit erzeugen kannst. Nur die Leute wissen es halt einfach nicht. Jetzt kam quasi so ein neues, das ist auch so ein super Geheimtipp und ich finde es immer so witzig, naja, andere Story, aber jetzt kommt zum Beispiel so ein neues Format raus, was LinkedIn rausgebracht hat, vor ein paar Monaten erst, Thought Leader Ads. Ja? Also zum ersten Mal, dass LinkedIn dir die Möglichkeit bietet, das habe ich letztes Mal schon mit dir besprochen, gell? Man darf ja nur auf dem Unternehmensprofil schalten und weil das LinkedIn will, das wird jetzt für euch zu fortgeschritten. Naja, deswegen gibt es nur organischen Reichweite auf den privaten Dingern. Na, und jetzt haben die Thought Leader Ads eingeführt. Und das bedeutet letztendlich, dass du auf dem persönlichen Profil jetzt diese Posts, jetzt kannst du die pushen, während sie organisch, also organisch und bezahlt kombiniert. Und
Und deswegen gehen die dann teilweise auch organisch durch die Decke. Ne? Also es ist quasi so, dass dann, wenn da jetzt Engagement stattfindet und Kommentare und so weiter, das wird dann alles dazugezählt. Ja? Und weil es eben überhaupt keiner weiß grundsätzlich mal, dass man überhaupt jetzt die Posts auf den persönlichen Profilen überhaupt auch mit Ads bespielen kann, macht es ja noch kaum jemand. Ja? Ja. Und was war noch? Genau. Da gibt es noch so ein paar richtig krasse Hacks, die ich, also so richtig konkret auf LinkedIn habe ich mir extra ein paar Sachen gemacht, da gehe ich dann jetzt nochmal konkret auch drüber, drauf ein. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Also zum Beispiel, so Kleinigkeiten, dass wenn zum Beispiel in Deutschland die Leute dann Ads schalten auf LinkedIn, dass sie zum Beispiel, da muss man einstellen, okay, welche Profile, in welcher Sprache sind die Profile, die Zielgruppe, und dann schalten die mal Deutsch. Aber in Wirklichkeit sind die meisten oder ein ganz großer Teil von den Top-Leuten in LinkedIn, wenn die ihr LinkedIn-Profil das erste Mal eingerichtet hatten vor 10 Jahren oder so, da war das immer auf Englisch. Ja? Das heißt, die lässt du dann komplett aus. Also die sehen deine Werbung gar nicht. Oder die reisen rum. Ja? Oder grundsätzlich, glaube ich, ist als Standard, je nachdem, wo du dich gerade befindest, also wenn du zum Beispiel jetzt im Ausland bist oder sowas, dann ist irgendwie als Standard Englisch drauf oder so. Also viele Entscheider haben halt ihr LinkedIn-Profil letztendlich auf Englisch irgendwie eingestellt und posten zwar, machen ihr ganzes Zeug auf Deutsch, aber wenn du das nicht, wenn du quasi nur deutschsprachige Profile targetierst, dann sehen die niemals deine Werbung. Ja? Also solche kleinen Hacks. Ja? Da hatte ich nämlich erst vor kurzem selber so eine Schulung nochmal. Also fokussierst du dich auch mit deinen Kunden sehr auf LinkedIn, auf YouTube, auf der Webseite? Was halt auch super krass ist. Also das muss ich euch auch unbedingt noch das ist der Wahnsinn. Also das ist einfach zu heiß. du gehst sofort zum nächsten, zum nächsten Milliardär und hier schütt mal Geld rein und dann ist Thomas Klein platt. Das ist immer gut, neue Wissen sich anzueignen. Ja, definitiv. Vor allem LinkedIn weiß ich jetzt auch noch nicht, ist nicht mein Spezialgebiet, deswegen kann ich da viel von dir lernen. Ja, klar. Ich bin also ein extrem schlechter Präsentator. Also es gibt grundsätzlich eigentlich gar nichts, was ich gut kann. Ja, das schneide ich dann raus. Das sage ich jetzt nur euch. Ja, aber je mehr man es macht, desto besser wird. Ja. Und deswegen, du darfst gar nicht mit der Einstellung reingehen, ich kann das nicht. Du musst mit der Einstellung reingehen, ich kann das gut. Und dann wird es auch gut. Fake it, till you make it. Ja. Also, ja. Ich war aus meiner besten Bilder rausgekommen. Aber einmal war es wirklich gut. Ja. Genau, also wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde passt, um den Gedanken zu behalten. Also es gibt halt ein paar Sachen, da bin ich extremst gut. Das wiederum kann manchmal auch dann wiederum, wenn man nicht aufpasst, zum Nachteil sein. Also zum Beispiel, was ich zum Beispiel im Vertrieb mir ein großer Vorteil manchmal ist, dass ich einfach sehr gut zwischen den Zeilen lesen kann. Das ist einfach irgendwie so, keine Ahnung, einfach nur das Feedback, was ich halt über meinen Lebenszeitraum halt, ne, das ist nichts, wo ich mich mal habe analysieren lassen oder sowas oder mich untersuchen lassen, sondern, und was halt wieder ein ganz großer Nachteil ist, ist natürlich, ich hatte 2010 mal so eine Freundin aus der Ukraine und die hat das gehasst. Ne? Also ich habe jede kleinste Lüge sofort erkannt und dann hat die mich natürlich verlassen, weil das war natürlich kein Spaß. Deswegen, oder weniger Lügen.
Tja, das ist immer so eine Sache. Ne? Also im Durchschnitt liegt jeder Mensch irgendwie 30 Mal am Tag oder so, keine Ahnung. Ne? Ja? Ja, ja. Erschreckend. Ja, ja. Okay. Also, wir machen jetzt nochmal kurz, schieben wir nochmal kurz was vor. Also gut, wir haben jetzt die Marktanalyse. Papier ist kaum da. Ich wollte nicht nur verarschen oder was? Oh mein Gott. Naja, gut. Das hätte ich auch noch mitbringen müssen. Also, ich wollte jetzt dieses Board benutzen, ging nicht, weil kein Papier drauf ist. Und ich glaube, die gehen nicht mehr runter, wenn ich das nehme. Okay, also, ganz schnell. Kann ich mal schauen, ob die Fotos auch was sind? Checkst du das auch immer ab und zu mal? Ja. Wenn sie so wie das andere Licht, alles kannst du nach Bearbeitung nochmal anpassen, weißt du? Ja. Naja, aber auch ab und zu mal die Mädels draufnehmen, ne? Ja, klar. Ich bin im Grunde am unwichtigsten. Okay. Zum Beispiel, also wo sich auch viele zum Beispiel Gedanken machen, okay, habe ich letztens ein Video gemacht, Google Ads versus Facebook Ads, ja, und was grundsätzlich mal für B2B die falsche Frage ist, ja, gibt es auch ganz viele wiederum, die wollen irgendwas erzählen, wie unwichtig es ist, ob du B2B oder B2C oder sonst was machst, Facebook ist immer das geilste Tool oder Instagram damit halt auch und so weiter, ist halt in der Realität ein bisschen was anderes. Warum? Weil ich kann im B2C kann ich Impulskäufe erzeugen. Bedeutet, wenn ich quasi marketingpsychologisch, verkaufspsychologisch ein absolutes Ass bin, ne, kann ich einfach hier eine Ad machen, die dich dazu bringt, sofort gelbe Schuhe zu kaufen. Mit blauen Punkten. Ja? Und du hast jetzt sozusagen bist jetzt total heiß auf diese gelben Schuhe mit blauen Punkten und jetzt kaufst du die. Na, und dann stehen die irgendwie 5 Monate im Schuhschrank. Also ich habe mir mal, das ist jetzt kein Witz, als ich 25 war oder so, also vor 10 Jahren knapp, habe ich mir so beige-gelbe irgendwie sowas Hugo Boss Schuhe gekauft. Weil ich dachte, ich muss auch mal was Besonderes sein. Ja? Und damals waren die irgendwie so, keine Ahnung, 300 Mark, also heute 1000 Euro. Ja? Und total unbequem. Und dann habe ich mir noch schwarze auch noch gekauft, weil ich mir dann vorgestellt habe, okay, die Bällchen, die kann ich an keinen Anzug tragen und so. Und die habe ich, ich weiß, vielleicht, die stehen jetzt seit 10 Jahren, also 25, 30, 35, ne, seit 10 Jahren bei mir im Schulding, also seit 30 Jahren oder noch mehr. Und die habe ich vielleicht insgesamt 20 Mal angehabt, ja. Und das ist halt sozusagen das B2C. Ne? Im B2B ist es ganz viel schwieriger. Ne? Denn hier ist es ja so, dass ich letztendlich die Kaufentscheidung, ja, für einen Impulskauf ist de facto unmöglich. Ja? Weil eine Entscheidung immer, je nachdem, also wir sind ja meistens zum High-End-Segment, das heißt unsere Kunden, die verkaufen große IT-Projekte oder führen irgendwie ein SAP-System ein für was weiß ich wie viele Millionen Euro und so weiter. Und da sitzen dann teilweise zwischen, also kleineren Entscheidungen, so ein kleiner Workshop, 3 Leute vielleicht haben dann irgendwas zu sagen, manchmal schon, ja, selbst für so einen kleinen Workshop oder sowas, wo du letztendlich zum Beispiel vergleichbar vom Wert, also vom Kaufpreis her, wie zum Beispiel eine Louis Vuitton-Tasche, ja, eine Louis Vuitton-Tasche zum Beispiel, die kostet mal 10.000 Euro und so ein Workshop auch. Aber bei der Louis Vuitton-Tasche musst du letztendlich nur den ein oder maximal 2 Leute überzeugen. Ja? Also in der Regel eine Person. Ne? Und dann kannst du auch einen Impulskauf draus machen, weil es einfach Dinge sind, die du eigentlich gar nicht brauchst. Und in diesem B2B-Umfeld, das ist halt so, dass teilweise systemkritische Entscheidungen sind. Ne? Da geht es darum, okay, geht die komplette Firma runter oder rauf oder was. Ja? Und letztendlich grundsätzlich nochmal zur Psychologie. Also grundsätzlich nochmal, okay, das wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber ist jetzt egal. Marketing. Sorry, ich bin Legastheniker. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man Psychologie schreibt. Ist egal, streiche ich durch.
Welche Trigger, ja, Trigger, ja, die sind die ersten, dann habe ich hier Motivationen, ja, und dann habe ich hier sozusagen okay, also ich habe so gewisse Träger, ich habe Motivation, ich habe dann finale Entscheidungen. Letztendlich im B2B-Marketing, das wollte ich sowieso hier sagen, ist letztendlich mehr oder weniger und mal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, und wenn dann so eine Marktflaute, Krise, sonst was ist, dann ist es manchmal wieder ein bisschen mehr. Gibt es eigentlich letztendlich nur eine Motivation oder mehr oder weniger eine Motivation, auf die letztendlich alle Entscheidungen basieren, okay? Also nochmal zurück, B2C, letztendlich gibt es auch da, wenn man es wirklich runterbricht, ja, immer wieder hinterfragt, warum hast du das gekauft, warum, kommst du am Ende auch nur auf zwei Gründe. Ja? Welche zwei Gründe könnten es sein, Interaktion? Jemand hat eine Idee vielleicht? Sozusagen die zwei grundsätzlichen Motivationen, warum überhaupt jemand irgendeine Aktion macht, also im zum Beispiel Einkauf, also Geld ausgibt. Weil man es braucht, weil es eine Notwendigkeit ist. Ich will jetzt diese Tasche. Ja, genau, zum Beispiel. Genau. Es kommt halt darauf an, um was es jetzt geht. Wenn klar, irgendwie klar. Eine Banane ist oder irgendwas, das ist ja lebensnotwendig, das müssen wir ja kaufen. Genau. Wenn es eine Tasche ist, dann... Genau, also ich scheiße jetzt mal drauf, ob der Stift wieder weggeht oder nicht, ist mir wurscht. Das war nicht mein Fehler. Hier hat so ein kleines Ding her. Ja, genau. Okay, Stift passt. Grundsätzlich ist es so, dass in der Marketingpsychologie redet man davon, dass es letztendlich nur zwei Gründe gibt, warum jemand, also grundsätzlich mal, wann kaufe ich denn grundsätzlich überhaupt mal etwas? Also, okay, sorry, ja. Das sind schwierige Fragen. Ich weiß. Weil sie so aufs Radikal zurückgehen, ja. Also wie ich gesagt habe, wenn ich was will, wahrscheinlich auch, wenn ich was will oder was brauche, einmal, manchmal geht es um Trend und so. Also noch komplett auf die kleinstmöglichen Nenner. Grundsätzlich ist es so, dass wenn, mal angenommen, ich habe jetzt 100 Euro zur Verfügung. Ja. Okay, das ist jetzt mein Budget. Okay, wann? Und das will ich jetzt investieren, in eine Tasche oder sonst was. Wann investiere ich diese 100 Euro? Was muss gegeben sein? Welche Grundvoraussetzungen? Das ist letztendlich nur eine einzige. Oder was ist denn grundsätzlich ein Kauf? Ein Tausch von Geld, von der Währung quasi zu was Materiellem. Mhm. Und ich vollziehe diesen Tausch nur dann, wenn? Wenn die Ware auch da ist. Ja. Wenn ich das Geld habe. Ja. Aber der Wert, ja, aber der Ware, also es gibt den Verkäufer und es gibt den Käufer, ja, und hier findet ein Austausch statt, ja, und der hat jetzt zum Beispiel hier, der hat Tasche, ja, und der hat Euro, okay, und der gibt jetzt halt hier die Euro und der gibt die Tasche. Aber nur wenn jeder von den beiden der Überzeugung ist, dass er nach diesem Tausch mehr hat als wie vorher.
Okay, also ich gebe dir nur die 100 Euro, wenn ich das Gefühl oder wenn ich zumindest die wahrgenommene, die Wahrnehmung, meine Wahrnehmung so ist, ja, dass die Tasche wesentlich mehr wert ist als die 100 Euro. Also ich würde dir vielleicht, wenn ich sage, okay, die Tasche ist genau 100 Euro wert, dann wird es schon schwierig, aber dann eventuell mache ich diesen Tausch noch mit dir. Ja. In Wirklichkeit ist für mich der Käufer der Louis Vuitton-Tasche von 1.000 Euro, sagen wir mal 5.000 Euro, die Louis Vuitton-Tasche für mich hat einen viel größeren Wert als die 5.000 Euro. Und nur dann mache ich diesen Tausch. Okay? Aus welchen Gründen auch immer. Anerkennung, ich gehe dann in den Club, dann schaue mich die Leute an, dann lerne ich wieder Leute kennen, mit denen mache ich wieder Geschäft. Ja? Was Emotionales. Es ist der wahrgenommene Wert. Okay, also wie nehme ich den Wert wahr, ja, der Sache, der Dienstleistung und des Produkts, wo ich gewillt bin, dafür Geld zu geben. Und wäre ich nicht der Überzeugung, dass, wenn ich mal angenommen, ich bin der Überzeugung, ich gebe jetzt 1.000 Euro für diese Tasche und ich bin der Meinung, die Tasche ist aber nur 90 wert, dann warum soll ich das mal machen? Also die Tasche muss für mich mindestens die 1.000 Euro wert haben oder noch viel, viel mehr. Ja? Also das ist mal grundsätzlich, das wird nichts, okay, egal. Okay, danke dir für die Hilfe. Jetzt bin ich natürlich so ein genialer Hecht, ja, dass ich euch hier das Ganze hier erklärt habe. Und habe schon wieder den Faden verloren. Warum? Was war jetzt nochmal die Verbindung? Marketing-Psychologie. Ja, genau. Wieso Menschen überhaupt was kaufen. Ja, aber... Was das eigentlich bedeutet, wenn man sie kauft. Ja. Ah ja, genau, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder im Bild. Und zwar letztendlich das hier, Trägermotivation, dann finale Kaufentscheidung. In jetzt müssen wir natürlich uns die Frage stellen, okay, wie funktioniert das Ganze im B2B? Ist es genauso? Ja? Also ich kann jetzt kurzfristig jemanden den wahrgenommenen Mehrwert seiner 100 Euro initiieren, ja, über Indoktrination, was weiß ich, ja. Manipulative Ads und so weiter. Und dann kauft er sich die gelben Schuhe, so wie ich, und dann stehen die halt 50 Jahre lang im Ding eigentlich. Ja? Und das ist einfach viel zu unbequem. Ich trage halt Adidas, weil es viel bequemer ist und so weiter. Ne? Und so funktioniert B2C. Und B2B müssen wir uns halt die Frage stellen, okay, geht das da genauso oder nicht? Und es geht natürlich nicht ganz genauso, weil ich natürlich... bevor jemand eine Entscheidung, ich kann jemanden zu einer Impulsentscheidung schon bewegen, aber das ist dann vielleicht sowas wie, naja, machen wir mal einen Termin oder sowas. Ne? Und dann kommt, dann dauert es wieder und dann ist das schon wieder quasi, da verliert sich das, und dann kommt der nächste Entscheider, hat irgendwas zu melden und dann teilweise haben wir wirklich in Unternehmen, ja, wo es, sagen wir mal, jetzt halt um irgend so ein Kundenportal geht, na, so ungefähr so 350 1.000 Euro, das es kostet und für so ein japanisches Single-Unternehmen und so weiter. Ne? Also, und dann ist dann irgendwie da der Geschäftsführer so ein Japaner und der irgendwie den ganzen Tag nur stumm da sitzt, ja? und sich überhaupt komplett nicht lesen lässt und so. Und wir haben da teilweise 2-3 Leute schon komplett auf unserer Seite und da passiert trotzdem noch nichts. Ja? Und das ist halt genau die Schwierigkeit. Und das ist auch, wo dann viele sich wirklich die Zähne ausbeißen im ganzen Umfeld. Deswegen frage ich mich immer mal, warum mache ich das eigentlich noch? Also, wo wir ja letztendlich hier auf den Punkt wollen, ist letztendlich, also okay, da habe ich mir lange Zeit überlegt, okay, was ist denn hier jetzt eigentlich der Hauptmotivator, dass die Leute dann irgendwann entscheiden die Leute ja trotzdem, ja, und dann wird trotzdem viel Geld ausgegeben und in IT investiert und so weiter. Und letztendlich der stärkste Motivator hier mit Abstand, ja, ist letztendlich ist zwar ein bisschen traurig und in Deutschland noch stärker wie in vielen anderen Ländern,
ist die Vermeidung von Fehlern. Das heißt, der mit Abstand stärkste Motivator ist letztendlich Angst. Okay? Ach, ich wollte euch noch erzählen, runtergebrochen gibt es letztendlich nur zwei Gründe, warum jemand was kauft. Also das, was ich vorhin erklärt habe mit dem Gegenwert. Und weg von Schmerz und hin zu Freude. Ne? Also das sind letztendlich diese zwei Gründe, aufgrund dessen wir quasi unser ganzes Leben entscheiden. Also quasi runtergebrochen auf die banalste Ebene. Weg von Schmerz, hin zu Freude. Ob das jetzt Dating ist oder völlig egal was. Ja? Ich kaufe mir ein Auto, egal was es ist. Ja? Weg von Schmerz, hin zu Freude. Ja? Und in dem B2B haben wir halt sehr häufig diesen ganz großen Faktor weg von Schmerz. Ja? Manchmal ist dann so ein bisschen ja, so Freude getrieben vielleicht auch, oder kommt ein neues System oder sowas, aber in der Regel ist halt, das ist der ganz große Faktor. Und das ist, wenn man jetzt diese beiden sozusagen so eine Waagschale legen würde, ne, also weg von Schmerz hin zu Freude, dann sind die auch nicht gleich gewichtet. Also es gibt ein paar Ausnahmen, da ist hin zu Freude ziemlich stark ausgeprägt. Ist auch ein bisschen kulturell unterschiedlich und so weiter. Aber generell ist der Weg von Schmerz Faktor 3-4 stärker. Ne? Und damit kriegst du die Leute immer und immer und immer wieder. Ne? Also das ist auch dieses ganze Hau auf den Lukas, ne? In Deutschland, dieses permanente, da gibt es ja auch diese, ich weiß nicht wie viele YouTube-Kanäle mittlerweile, die insgesamt wahrscheinlich 50 Millionen Zuschauer haben oder so, die halt die ganze Zeit heutzutage aufgrund von Social Media diesen Overload von Informationen, ja. Und das ist ein Fluch und Segen ja zugleich, ja. Und du hast dann schon ein paar richtig gute Leute auch, die wirklich ganz tief reingraben und dann das System kritisieren und so weiter. Und die haben wirklich recht, das sind super schlaue Leute. Und einige davon verfolge ich schon seit Jahren, ne. Und aber dann merkst du halt irgendwann, okay, dann haben die irgendwann mal 100.000 Follower, dann mal oder 200.000 oder sowas, ja, oder verkaufen halt einen Bestseller nach dem nächsten. Und dann merkst du schon so, ja, jetzt werden sie langsam auch irgendwie gierig. Ne? Dann haben sie plötzlich irgendwie so eine Goldfirma, wo sie dann noch Edelmetalle verkaufen. Und zum Beispiel dieser Edelmetall Kettner. Weil ich habe früher auch mal, war ich da in dieser Szene mit drin, habe immer was gekauft und so weiter. Und dann war ich bei dem seinem Webinar drin, da wo es letztendlich jetzt hat dann auch noch diesen Dr. Wolf da, diesen Systemkritiker, der auch super schlauer Typ ist. Und alles, was er sagt, hat irgendwie, der hat auch einen guten Leumund, ne? Dem folgen auch viele Leute. Und dann war er Teil dieses Webinars. Ja, und dann haben sie schon auch ein bisschen Content gemacht, ne? Und dann halt so ab 30 Minuten, dann das komplette restliche Webinar. War halt dann so mehr oder weniger so eine HSE-Verkaufsorgie. Ne? So, und hier und diese 5-1 Gramm und dann irgendwie mit 20% extra Marge, ein bisschen Plastik und ein Schleifchen drum. Ich kenne halt einen Edelmetallhändler in Nürnberg, der macht überhaupt keine Werbung fast. Ja? Da kriegst du halt für 5, 3% Aufpreis, kannst du dort so viel Gold kaufen und so weiter. Ne? Und wenn du mit deinen Eltern aufkreuzt, dann kriegst du auch einen höheren Freibetrag und der murrt auch nicht und so. Ja? Aber den kennt halt kein Mensch, ist auch gut so. Und das ist halt schon das, dass du, jetzt sind nicht dann diejenigen, wo du sagst, okay, das ist jetzt wertvoller Content online, ja, wo du wirklich quasi informativ dir was rausziehen kannst und dich informieren kannst und systemkritisch oder sonst was, ja. Dass die letztendlich dann auch, weil sie auch wachsen wollen, ja, und auch profitieren wollen dann irgendwann davon, ja, dann auch auf diese Angstschiene gehen und so. Ne? Und dann teilweise wirklich jedes Video, das die dann noch rausbringen irgendwann mal, ist halt nur noch, ja, und die müssen und das und wir sind am allem Ende und dann kommt das nächste Buch, das heißt dann schon, Deutschland ist kurz vorm Untergang und so. Und dann stürzen sich die Leute drauf, weil sie sich quasi das psychologische Muster, ja, das du quasi dann bei deinen ganzen Lesern und Followern erzeugt hast, nach all den Jahren, ne, quasi bedienst, ja, mit diesen Büchern. Ja, und dann sind es sofort Bestseller am nächsten Tag. Ja, fragst dich, warum haben jetzt 3 Millionen Leute ein Buch gekauft, wo draufsteht, Deutschland ist kurz vorm Untergang. Und das ist so nach dem Motto, in 1-2 Monaten ist es soweit. Das ist aber schon das 5. Buch. Ja. Also
Und das ist halt das, wo du dann quasi diesen wertvollen Content, ja, also quasi das, was wirklich wertvoll ist, vermischt, ja, und dann auch sag mal, stark verwässerst, ja, mit dann sozusagen der Verkaufsorgie, ja. Und ich sage halt, okay, wenn wir das jetzt machen, es kann ja immer da ein bisschen davon ab, ne, und dann spielen dann so Sachen mit rein, okay, was ist halt ethisch, was ist moralisch und so weiter, ne. Ist halt schwierig, ne? Also das ist ein schwieriges Thema, ne? Aber ich denke mal, dass das schon auch mittlerweile kein unbedeutendes Thema ist, weil die Leute einfach nicht mehr im B2B-Bereich sowieso skeptischer sind und da halt einfach auch nur, wie soll ich sagen, einfach auch nicht so leicht hinters Wasser zu führen sind und sowas, ne? Und da scheitern auch reihenweise diese ganzen Agenturen, ne? Also diese ganzen. Ich habe jetzt fast wirklich, ganz ehrlich, ich habe keinen Interessenten mehr, der sich irgendwie bei mir meldet, den ich noch nicht kenne. Der sagt dann manchmal, okay, ich verfolge dich schon seit 2 Jahren auf YouTube oder so, aber meldet sich bei mir. Ich habe wirklich keinen einzigen mehr, der nicht mindestens den letzten, den ich da hatte, war so ein Schweizer, der hat gesagt, nachdem wir so uns warm gesprochen haben, der hat so gesagt, so, ey du, ich habe hier wann war das? Hat irgendwie eine Firma gegen die Wand gefahren, so eine IT-Firma, hat insgesamt 250.000 für irgendwelche Agenturen ausgegeben. Ich habe Sales Call Center ausgetauscht wie meine Unterhosen und so weiter. Gell? So, also reihenweise alles durchprobiert. In der Regel haben die immer so, also sagen wir, im Durchschnitt so 2 bis 3 Mal eine schlechte Erfahrung mit irgendeiner Ads oder einer Facebook-Ads und einer Google-Ads-Kampagne und so weiter. Also Agentur, ja. Weil die meistens halt von so Massenmärkte, ne, also dann quasi projizieren rüber aufs B2B-Geschäft. Und du musst halt immer eines bedenken, du hast halt, du willst ja quasi wirklich high, also wirklich die Top-Entscheider eigentlich, ja, in deiner Zielgruppe, ne, die wirklich was bewegen können, die wirklich auch mal eine Unterschrift leisten können, ja, und ein Projekt vorantreiben können. Und das sind ja meistens diejenigen, die sind ja da angekommen, wo sie sind, in der freien Wirtschaft. Ich rede jetzt nicht von Politik, ja, da kommst du nur höher, wenn du so mal, kein Rückgrat hast, aber nicht unbedingt, wenn du intelligent bist, dass genau die Entscheider, die du am meisten willst, meistens diejenigen sind, die wahrscheinlich sogar vom Intelligenzquotienten höher sind wie der des Verkäufers. Ja? Also das heißt, ich würde mal sagen, da ist fast so, das Spiel hat sich quasi um 180 Grad gedreht. Ne? Also wenn du jetzt mal den typischen Staubsaugenverkäufer, ne, der so ein kleiner Klugschwätzer, ne? Und dann hat er halt so eine Hausfrau, die eigentlich von Verkaufen keine Ahnung hat, selber keine Ahnung hat, dann kann sie auch nicht identifizieren, was da gerade mit ihr geschieht. Ja? Und dann wird ja halt der Staubsauger verkauft. Ne? Das ist ja genau im B2B dann im Zweifelsfall genau das Gegenteil. Das heißt, ich habe ja Leute vor mir, die ein Vielfaches klüger sind wie ich. Ja? Und denen muss ich jetzt was verkaufen. Und das geht natürlich nicht so. Das geht wieder ganz anders. Ja? Okay, also da ist zum Beispiel halt, dass man halt auch Sachen zum Beispiel, wenn man jetzt quasi so über Lead-Magneten spricht, ja, also quasi dieses typische Lead-Generierung, ich gebe erstmal freien Content raus, ne, dass man da auch quasi im B2B, desto höher man ist, desto hochwertiger muss auch dieser Lead-Magnet da sein. Ja. Der muss wirklich fachlich was auch drinnen haben, ja, wo die Leute sagen, okay, aha, das ist wirklich, das hat mir jetzt was gebracht. Ja. Also ja, einfach mal so ein ChatGPT und das generieren lassen, das ist dann meistens nicht so das Richtige. Ja, ja genau. Beantwortet es deine Frage, war das? Hä? Beantwortet es deine Frage? Ja. Perfekt. Ja, genau. Und um das mal kurz abzuschließen, das ist halt ein wichtiger Faktor, den wir auch halt vor noch gar nicht so langer Zeit wirklich realisiert haben. Wir sind uns jetzt so in diesem Umfeld. Letztendlich, ich glaube, da gibt es eine Zahl, dass so 50, ich glaube sogar über 50%, 60% aller IT-Projekte, die werden am Ende gar nicht wirklich final aufgegleist, aufgrund einer einzigen Tatsache, dass man Angst hat, man könnte scheitern und dann könnte es quasi
für einen selbst benutzt bei den großen Geschichten, wo dann die Entscheider häufig nur Angestellte sind, selbst die Geschäftsführer oder so, ja. Ich könnte dann sozusagen meinen Job verlieren oder ich könnte meine Karriere, also ich habe sozusagen, es wird einfach abgewogen, okay, wie, wenn es schief geht, worst case, ich verliere meinen Job, in der aktuellen Phase nicht so gut, ja, dann mache ich es lieber gar nicht, ja. Weil wenn ich es nicht mache, dann läuft das System halt irgendwie so, dümpelt so rum und es läuft ja trotzdem irgendwie weiter, ist zwar nicht optimal, ja, es sind vielleicht ein paar Sicherheitslücken drin, solange nichts passiert, ist okay, aber es fällt nicht auf mich persönlich sozusagen, ja. Ja, da gibt es dann auch ganz krasse Manöver und Strategien, ja, wo wir sozusagen einen schwarzen Peter, also eine Strategie, wo wir quasi einen schwarzen Peter spielen, also das Teil ganz offen kommunizieren, okay, wir bringen hier nochmal eine Extrafirma rein und auf die kann dann eine ganze Schuld abgeladen werden, wenn das Ding nicht in die Hose geht, ja, so als Teil des Deals, ja, und solche Sachen. Das haben wir viele halt nicht ganz verstanden, nicht durchdrungen, dass du letztendlich da Menschen hast, die halt Ängste haben und das letztendlich im Zweifelsfall lieber gar nichts machen. Ja, also weil sie halt, also ich war schon lange nicht mehr angestellt und deswegen verliert man, man ist so quasi diese Freiheit gewöhnt. Ja, dieses hey, ja, wenn du nicht mit mir zusammenarbeiten willst, nehme ich halt den Nächsten oder so, ja. Aber so ein Angestellter, der ist halt abhängig, der hat halt Klumpenrisiko, der ist halt abhängig nur von diesem einen aktuell, der zahlt halt seine Miete, seine Familie oder sonst was. Und da wird halt sehr viel, also wird pausenlos nur getaktikt und politisch versucht und so weiter. Und das ist halt schon eine Herausforderung für sich. Ne? Das heißt, in der Marketingkommunikation als solches, und das ist sozusagen das abschließende Learning aus der Geschichte, muss man halt sozusagen, ich habe jetzt immer so einen Insider rausgehauen mit diesem schwarzen Peter, ne, dass man sagt, dass man zum Beispiel häufig mit einem kleineren Kunden von uns, mit einem größeren IT-Dienstleister zusammenarbeitet und dann sagen wir, ja gut, wenn es dann irgendwie nicht so sein sollte wie geplant, dann nehmen wir die Schuld auf uns oder sowas. Ja. Generell geht es darum, halt einfach den Leuten die Angst zu nehmen, die Angst des Scheiterns, ja? Also des möglichen Scheiterns. Und das ist halt die große Kunst dabei. Ja? Wollte ich jetzt einfach nochmal so kurz in den Vordergrund stellen, weil das halt so einer der wichtigen Faktoren ist. Ja, cool. Und dir geht's gut? Ja. Okay. Ich bin's immer noch unglaublich. Die Ola heißt die, glaube ich. Oder Alex, oder, ja, hat einen Doppelnamen. Die Polin. Ja. Ja, es ist. Ja. Genau. Boah, es sind so viele Details. Das kann ich aber dann, weil da drüben habe ich dann so einen digitalen, ja, Bildschirm und sowas, ne? Kann ich dann besser zeigen. Ja, genau. Okay, dann war es das für heute. Gehen wir rüber. Okay, alles klar, super. Es dauert jetzt wieder ein bisschen, was wir da rumgebaut haben. Kann ich aufs Toilette? Ja, klar, hier gleich rechts. Ja, sehr gerne. Und war es interessant soweit? Ja, sehr gut. Ja, ein bisschen durcheinander. Ich habe heute normalerweise. Gut. Okay, ein bisschen aufgewärmt. Ja. Cool, super. Die Leute sind auch gut und nett. Ja, auf jeden Fall. Schön. Weißt du, wie schwierig es ist, Menschen, die mal so einen Leitplanker aufzulassen? Weil ich die Augen zum Beispiel, das Gesicht hier komisch ist. Ja. So ein komischer Gesichtsausdruck. Ja, das ist. Das ist genau das Richtige für dich. Ja. Ich weiß. Deswegen. Wenn ich da draußen bin, keine Ahnung, irgendwas wird doch viel einfacher. Challenge, das ist die Challenge, mein Lieber. Das lasse ich mal so dran. Alten. Gut. Das ist natürlich wieder mit den Lichtern, weil ich das mal noch das was anfassen würde, weißt du?
Ja, ja, ja. Ja. Ja, normalerweise habe ich immer zwei Leute. Ja, die hat heute abgesagt, die Pflaume. Aber. Mrs. Limit? Bitte? Sie haben gesagt, das haben normalerweise nur zwei Leute. Und nein. Eine zweite Fotografin, die mich unterstützt. Ja. Ja. Aber die kommt nicht. Okay. Einfach hier zum Beispiel auf LinkedIn. Also ich habe verschiedene Sachen. Aber das ist zum Beispiel hier ein Profil, das ist relativ neu noch, 400 Follower oder irgendwas, aber es sind halt alles Entwickler hauptsächlich, also eine gewisse Zielgruppe. Und viele Freelancer und so weiter, das ist eher so die Zielgruppe, junge Unternehmer, Leute, die schon freelancen, vielleicht auch ältere, aber auch jüngere, die noch nicht so richtig wissen, wohin und so weiter. Und da wollen wir eben so einen Online-Kurs, auch eine Online-Akademie für die verkaufen. Vielleicht auch junge Unternehmer und so weiter, die einfach noch nicht so viel Geld haben. Ja. Ja? Und das sieht man halt ganz deutlich, wenn man hier zum Beispiel jetzt relativ authentische Posts macht. Das heißt, hier jetzt hat wirklich auch ein bisschen coole Bilder verwendet, na? Mhm. Wo man auch wirklich selber drauf ist, also auf gar keinen Fall irgendwelche Stockfotos und sowas. Ja. Sich einfach die Mühe macht. Ja, am besten, ich sage immer, jeder Unternehmer, der irgendwie das wirklich ernst meint, mit Social Media, sollte eigentlich mindestens zwei oder drei so Leute haben, die einen ständig rumverfolgen, wie so ein Celebrity. Ja. Und damit man halt immer wieder Footage hat, der halt einfach authentisch ist. Das ist aber also nochmal zur Betonung, Authentizität. Okay. Kannst du das nochmal bitte sagen? Authenticity. Okay. Englisch ist okay. Fischers Fritz fischt Fische, Frische, Fische. Okay. Ja. Jetzt kann ich auch Authentizität. Ja. Mhm. Ja, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine, wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, gut. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt und man Dinge schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.